Walhai-Kaju. Hier steht, dass das der größte Fisch im Ozean ist. Frau Martin sagt, das ist ein Blauwal. Der Blauwal ist das größte Tier auf unserem Planeten, ist aber kein Fisch. Echt nicht? Aber er lebt im Wasser. Was ist er? Ein Säugetier. Säugetiere können an Land oder im Meer leben. Sie atmen Luft ein. Doch Fische leben nur im Wasser. Sie brauchen keine Luft. Sie atmen mit ihren Kiemen. Was gibt's noch für Säugetiere? Oh, da gibt's viele. Gilbert, du, Delfine. Ich liebe Delfine. Die sind meine Lieblingstiere auf der Welt. Oh. Ziemlich cool, was, Caillou? Jetzt gibt's deine Überraschung. Hä? Ich dachte, das war meine Überraschung. Es gibt noch mehr? Ja, das gibt's. Los geht's. Überraschung! Also, willst du mit ihnen schwimmen oder nicht? Wirklich? Ich kann mit ihnen schwimmen? Das kannst du, Caillou. Worauf wartest du denn noch? Mach dich fertig. Caillou, das ist Skipper. Ich bin Caillou. Hey Caillou, wie wär's mit Fangen spielen? Mal was. Halt das über dem Kopf. Okay. Oh. Hast du es gesehen? Delfin springt. Es wird schon spät. Will dein Delfin noch was essen, bevor wir gehen? Bist du jetzt hungrig, Skipper? Nun gut, wir verabschieden uns jetzt, ihr Lieben. Bis bald, Skipper. Es hat viel Spaß gemacht. Heute war ein aufregender Tag für Caillou. Seine Schulkameraden und er machten einen Schulausflug zum Aquarium. Bitte bleibt zusammen und haltet euch an euren Partner. Wow! Caillou betrachtete alle Fische im Aquarium. Er sah große und kleine, lange und runde und Fische in allen möglichen Farben.
Caillou war fasziniert. Ich mag dich gern. Caillou, komm her. Du verpasst es sonst noch. Ups, Entschuldigung, ich komme. Bis dann. Wow, der Raum ist ja noch größer. Wir sind wie zwei Fische unter dem Meer. Es geht los. Was geht los? Caillou beobachtete einen Mann, der zwischen den Fischen schwamm. Er dachte, dass das viel Spaß machen würde. Wow! Sie haben gesagt, dass die Maske ihm beim Atmen unter Wasser hilft und die Spezialschuhe helfen ihm wie ein Fisch zu schwimmen. Caillou dachte, dass es aufregend wäre, mit den Fischen zu schwimmen. Er stellte sich vor, wie das wohl wäre. Hallo du! Hast du irgendwo einen Schatz gesehen? Danke dir! Sieh dir diesen Schatz an! Da bist du! Caillou, komm schon! Zieh dir das an und komm mit mir nach draußen, Caillou! Okay! Caillou mochte es, einen Schatz zu finden, aber er verstand nicht, warum er so einen lustigen Mantel tragen musste. Seid ihr alle bereit? Ihr werdet vielleicht nass. Hier seht ihr unseren Freund, den Seelöwen. Unglaublich! Zum Glück hatten wir die Mäntel. Hey Sarah, ich sehe wie ein Seestern aus. Caillou liebte es, ein Taucher zu sein und alle Fische zu sehen. Aber er liebte es noch mehr, ein Seestern zu sein. Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosie mit in ein Freizeitbad, um einen spaßigen Tag zu verbringen. Caillou war ein guter großer Bruder und brachte Rosie das Schwimmen bei. Okay, Rosie, du musst mit deinen Beinen strampeln. Ungefähr so. Probier du mal. Sehr gut, Rosie. Caillou, du bist ein guter Lehrer. Schau, die Kinder bekämpfen ein Piratenschiff. Die brauchen deine Hilfe, Caillou. Kapitän Caillou, eil zur Hilfe! Warte, Caillou, schmier dich erstmal mit Sonnencreme ein. Aber ich will die Piraten bekämpfen. Du kannst die Piraten nicht mit einem Sonnenbrand bekämpfen. Okay, Mama, beeil dich. Die Piraten dürfen nicht das Freizeitbad einnehmen. Das ist kalt. Halt still, Caillou. Perfekt. Miau! Mama, ich kann so nicht die Piraten bekämpfen. Die lachen mich aus. Okay, Kapitän Caillou, komm her. So, jetzt kannst du los und die Lage retten. Komm mit, Rosi. Lass uns das Piratenschiff versenken. Bereit? Ziehen? Ja, Kamerad! Pass auf, Caillou. Die Piraten greifen an. Keine Sorge, ich krieg ihn.
Geschafft! Ja! Das war es, Rosi. Wir haben die Piratenübernahme aufgehalten. Ja! Nach der ganzen Aufregung könnt ihr bestimmt eine Pause vertragen. Wollen wir uns auf dem ruhigen Fluss treiben lassen? Hört sich gut an. Das ist wirklich entspannend. Etwas langsam. Geht das auch etwas schneller? Lass uns ein Wettrennen zur Palme machen, Caillou. Okay. Hier komme ich, Caillou. Sehr gut, Caillou. Warum ist die Schlange so langsam? Hab Geduld, Caillou. Das ist die längste Rutsche im Freizeitbad. Das Warten lohnt sich. Die längste? Können wir nicht auf die zweitlängste Rutsche? Keine Sorge, Caillou. Es gibt zwei Rutschen nebeneinander und wir können zusammenrutschen. Oh, okay. Bereit, Mama? Ich habe etwas Angst. Hältst du meine Hand? Na klar, Mama. Ich beschütze dich. Okay. 3, 2, 1. Los! Na, Caillou, das war doch gar nicht so schlimm. Danke fürs Handhalten, Caillou. Du bist mutig. Das war Spritzen. Alles klar, Caillou. Ich bin sofort wieder da. Sieh zu, dass du dich gut wäschst. Okay, Mama. Viel Glück auf der Mission, Kapitän Caillou. Hallo, wie heißt du? Hi, ich bin Caillou. Oh, man hört von einem großen Forscher namens Caillou. Wirklich? Oh ja. Es heißt, dass er den verlorenen Schatz finden wird und zu uns zurückbringt. Wow. Wirst du helfen, großer Caillou? Aber klar, wir finden den Schatz! Schau mal! Lass uns reinschauen! Sicher, Captain Caillou? Komm schon, alles ist gut, wenn wir zusammenbleiben. Schau mal da drüben! Ist das etwa der? Komm mit, wir sehen nach. Was ist das? Es ist ein Hai!
Bist du schön sauber? Rainer! Gut, dann hat Captain Caillou ja jetzt noch Zeit, die Meere zu besegeln.